Und Jürgen, so zu einem kleinen Video. Ich habe bei mehreren, genauer gesagt, zwei Let's Playern gesehen, dass es wohl gerade ein Spiel gibt, was ganz schön erfolgreich ist, was Crossy Road heißt. Und das basiert auf diesem Spiel hier, Forga. Also, das ist eine Flash-Game-Adaption, die, soweit ich weiß, aber schon ziemlich sehr genau das Original Forga ist. Allerdings auch nicht die erste Version. Ich habe nämlich schon mal eine gespielt, das, nämlich im Computerspielemuseum. Da haben die unter anderem alte Arcade-Automaten, und dort habe ich eine Vorgaversion gespielt, bei der sind die Schildkröten nicht untergetaucht. Das war weitaus einfacher. Trotzdem habe ich am Anfang immer verloren, weil ich dachte, ich muss ins Wasser neben den Schildkröten springen, und dann bin ich immer gestorben. Oh, scheiße. Okay, da habe ich gerade kurz nicht richtig hingeguckt. Jedenfalls dachte ich, mache ich hier mal ein Let's Play von, weil, ja, weil dieses Crossy Roads gerade so erfolgreich ist und ich das sowieso nicht spielen kann, weil es auf meinem Samsung Galaxy Ace nicht funktioniert. Und ja, ich habe so ein Programm runtergeladen namens BlueStacks, glaube ich, mit dem man eigentlich Apps auf dem Computer spielen können sollte, aber es funktioniert nicht richtig. Man kann sich da einfach nicht anmelden. Also man muss sich da mit seinem Google-Konto anmelden. Ist halt sozusagen Android-Betriebssystem, was man nebenbei auf dem PC laufen haben kann. Aber ja, man kann sich irgendwie nicht anmelden. Oh Scheiße, ich muss immer in ein Loch, wo noch keine Frösche sind, rein, und das ist nicht unbedingt einfach. Oh, wie knapp. Weil die sich auch so langsam bewegen, diese scheiß lahmen Schildkröten. Oh, gerade so geschafft. So komme ich besser voran. Es ist richtig schwer. So, und da ist eine Fliege. So. So, vielleicht schaffe ich es sogar. Ich habe es schon mal geschafft, aber heute noch nicht. Vielleicht schaffe ich es gleich. Das Spiel ist, ich glaube, ich habe irgendwo was von 1981 oder so ähnlich gelesen. Oh, wie knapp. Nein! Nein, ich hätte es fast geschafft. Nochmal. Ich nehme das jetzt übrigens gerade mit OBS auf. Ah, nein! Scheiße, jetzt habe ich es verrutscht. Ja, doch, passt. Na, passt nicht mehr so ganz gut. Ich habe gerade außerdem die Pfeiltasten geklickt, während ich anscheinend nicht in dem Flashback oder sowas, das nochmal genau ist. Ich denke, uns das Flashplayer nicht darin verankert war. Und deswegen habe ich gerade ein bisschen hochgescrollt. Ja, jetzt habe ich direkt am Anfang das Schwerste geschafft. Weil ich halt die Dings, das da nach rechts bewegen, ist das erste eigentlich das Schwerste. Ganz vorne, ganz links. So. Nein, was mache ich denn? Oh, das war so dumm. Gefährlich sind doch diese Autos gar nicht. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich was mit OBS aufnehmen hochlade. Habe auch schon mal überlegt, vielleicht Vorgang nachzuprogrammieren sozusagen, aber es ist ein Spiel, was ich, glaube ich, programmieren könnte. So fast. Und so, jetzt habe ich fast gewonnen. Ich hoffe, ich schaff's. Muss jetzt nur noch in den ganz oben rechts einen Frosch reinbekommen. Ich mach's jetzt lieber so, da fühle ich mich irgendwie sicherer. Oh, scheiße. So, jetzt habe ich es eigentlich so gut wie geschafft. Yay! Was soll ich jetzt machen? Get ready? Ach, jetzt sind die alle zurückgesetzt. Ach so, gut. Es ist also trotzdem kann man immer noch weiter Punkte bekommen, auch wenn man gewonnen hat, sozusagen. Nein! Okay, ein Leben habe ich noch. Ach, hier ist es, glaube ich, alles schneller geworden, ne? Ach Mann, ich wollte die Fliege haben, aber hab's nicht mehr geschafft. Und jetzt. Ja! Geschafft. Knapp, aber ich hab's geschafft. Ich glaube, es ist mein letztes Leben die ganze Zeit, ne?
Wird schwer. Könnte knapp werden. Nein! Scheiße. Naja. Einfach weil ich gesehen habe, dass wohl dieses Crossyboat zurzeit recht erfolgreich ist, wollte ich mal ein Let's Play von Forga hochladen. Was ja, wie gesagt, im Prinzip die Vorlage dafür war. Mal gucken, ob ich gerade nochmal. Ach, scheiße. Jetzt nimmt der. Nee. Egal. Ja, dann würde ich mal sagen, nicht den Daumen vergessen und bis zum nächsten Video. Konnichiwa auf der Endcard. Ich hoffe mal, euch hat das Video gefallen, dann könnt ihr einen Daumen nach hoch anklicken. Und außerdem oben rechts zu einem zufälligen von der kreuzneuesten Videos und unten links zu einem anderen zufälligen von der kreuzneuesten Videos gehen, wenn ihr dahin klickt. Und dann könnt ihr auch noch Kommentare schreiben. Und ja, in der TTT-Folge, die jetzt entweder schon kam oder heute noch kommen wird, ich weiß nicht genau, wann das Video kommt. Stimmt, da habe ich am Ende gefehlt. Naja, ist aber nicht so schlimm. Matane!